Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Super Smash Bros. Ultimate im Abenteuermodus. Heute, wo wir ja die Digi-Welt hier erkunden werden. Das hatte ich mir ja so vorgenommen, so dass wir dann auch diesen Kämpfer für unser Abenteuerteam rekrutieren können. Außerdem habe ich eigentlich auch nochmal vor, so... Naja, wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Moment mal. Wo bitteschön hat der denn jetzt bei den letzten Abenteuerparts die neue Strecke hier aktiviert? Wo zum Kuckuck ist denn jetzt Bossfight Nummer... Was ist das denn da jetzt? Okay, wo bin ich denn da denn gekommen? Aber sieht es sehr interessant aus. Aber wo ist denn jetzt die Gegend hier abgeblieben für Bossfight Nummer 3? Die war doch auch irgendwo hier unten gewesen. Ah ja, hier unten. Die Gegend von Bossfight Nummer 3. Da müssen wir auch irgendwie längst kommen. Tja, und damit will ich mal sagen, wollen wir nicht mehr so lang schnacken, sondern, warte mal, hier können wir aktuell noch nichts tun. Schade. Wollen wir also nicht mehr so lang schnacken, sondern hier auch mal was machen. So, also los geht's, Lucario. Wir werden nach langer Zeit mal wieder ein Dojo freispielen. Und das gegen König DDD. Na komm schon. Komm schon. Sag mal, willst du mich verarschen? Hallo. Haha. So nicht, mein Lieber. Bam. Was? Hey, wartet mal. War hier nicht eben irgendwo ein Hammer gewesen? Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Und wieso gab es jetzt hier immer wieder... So, okay. Okay. Ah. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Okay, da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Mist gebaut. Aber gut. Aber gut. Ist ja schon ein bisschen lange her, wo wir den Abenteuermodus mal gespielt haben. Ich habe bisher ja auch ein bisschen ja hier und da ja gespielt gehabt in Bezug. Na, so ein bisschen Training. Ein paar andere Kämpfer mal so zu trainieren. Okay. Yes! Los geht's! Ha! Noch mehr Hammer Time! Nein! Verdammt nochmal. Was? Das funktioniert auch nicht? Los! Hammer Time! Geht doch! Das ist ja wirklich der Hammer! Also gut, Alterchen, was kannst du für uns tun? Erinnert mich eigentlich auch daran, dass wir sowieso auch in den letzten Abenteuerparts, glaube ich, ein paar Geister auf Erkundung und so weiter geschickt haben. So. Also, was kannst du hier für uns tun? Alterwürdiger Geist. Geister-Dojos 1. In Geister-Dojos können deine Primärgeister neue Kampfstile lernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Erlernte Dojo-Stile sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jederzeit geändert und vergessen werden. Lass deiner Experimentierfreude freien Lauf. Gut. Ich grüße dich. Okay. Angriff-Items, Heilkraft steigt. Na, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Wie ich finde. Also, weiter geht's, weiter geht's. Hinein in die Digi-Welt. Auf den Weg zu neuen Abenteuern. Mal sehen. Ah, gut, das ging einfach als gedacht. Okay, jetzt kommt die Krabbe. Und Mr. Game & Watch. Im Kampfverlauf erhöhtes Lauftempo für Gegner. Sprintende Gegner, wir fügen dir Schaden zu. Nach Gegner-K.O. erscheint Verstärkung. Warum nicht? Das schafft doch Lucario auch locker. Aber wir sollten hierbei auch mal Samus benutzen. Hatten wir auch mal im letzten...
im letzten Abenteuerpart. Ah, sag mal, das ist ja wirklich eine blöde Stage. Ha! Komm schon! Bam! Ha! Gut! Weg mit euch! Bam! 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 Nice! Nice! Gar kein Scheiß! Wieso zum Kugel ist jetzt eigentlich hier so eine etwas, naja, gute instrumentale Musik hier? Hm. Na, was soll's? Warte mal. Nice. Gut. Geht mal weg. Um die Ecke. Nur noch 4 Gegner haben wir. Wir sind schnell hier weg. Um die Ecke. Was? Okay, da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Aber gut. Wir sind gleich weg um die Eck. Und haben gleich hier alles geschafft. Gut. So geht's doch gut. Yes. 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 Nice. Gar kein Scheiß. Oh, das ist auch nicht schlecht. Es lebe die Schildkrötenpower. Es leben die Koopas. Ha! Nice. Es leben hier die Koopas. Die Koopas, die sind super duper. Wir schaffen das ja hier. Sag mal, was ist jetzt los? Hä? Hey, wieso sehe ich jetzt hier auf einmal nicht mehr so viel? Na, was soll's? Maximale Aura. Gut, alle drei auf einmal werden gleich erledigt sein. Hä? Was? Wieso zum Kuck? Wie kann das jetzt angehen? Okay. 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 Wieso zum Kuckuck? Okay. Komm schon. Ah. Sag mal, willst du mich verarschen? Haut doch jetzt mal alle ab hier. Gott. Ah, Tempo hoch, Nachteil. Tja, wer will denn sowas haben? Ich persönlich nicht. So. Und weiter geht's hier in der Digi-Welt mit Niki. Aha, Helfertrophäen machen dir das Leben schwer. Das ist ja mal wieder unschön. Mal sehen, Teamlan. Donkey 3. Ja, Donkey 3 wäre wirklich passend jetzt. Dann natürlich wollen wir noch einen anderen Kämpfer reinnehmen. Hm. Also, Donkey Kong. Es wird mal wieder Zeit, nach einer wirklich langen Zeit, dass du mal wieder ein paar Gegner hier vermöbeln tust. So. Außerdem bräuchten wir bald auch mal wieder ein paar neue, richtig gute Geister, wie mir scheint. Okay, Helfertrophäen machen dir das Leben schwer. Aber was soll's. Okay. Ah, das nennen die Helfertrophäen? Mhm. Hallo. Gut. Hallo. Okay. Verdammt. Mist, falsche Richtung. Aber gut. Jetzt bist du gleich völlig
Und das war gekonnt. Schildstärke versteckt die Schildhaltbarkeit. Ja, warum nicht? Wir sind jetzt eigentlich schon sehr schnell vorangekommen, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich dann dieses eine Mal nach langer Zeit mal wieder einen Ort komplett machen. Ah, Mr. Game & Watch. Ja, gehört nun wirklich nicht zu meinem Liebling. Überhaupt nicht. Okay, wir bräuchten auch vielleicht mal einen neuen grünen Geist. Erinnert mich eigentlich auch daran, dass ich vielleicht jetzt endlich mal wieder bei meinem Dojo vorbeischauen sollte. Oder eventuell... Warte mal. Warte mal. Ah, das ist auch sowieso blöd. Ha! Verdammt nochmal. Ha! Ha! Los! Bam! Verdammt nochmal! Weg da! Wir wollen doch weg da! So! Der gute alte DK hat mal wieder hier geregelt. Gut. Also, weiter geht's hier. Nachdem wir dann erstmal sehen, was hat sich in unserem Dojo so getan. Wo war denn eigentlich noch der Pluskopf? Ah, hier. Gut, Aktivitäten. Ah, gut. Wie sieht's denn hier mit euch denn aus? Hey, Champ, schön, dass du vorbeischaust. Gut. Ja, wir haben ein paar Leute ja gelevelt. Und zwei können sich weiterentwickeln. Gut. Dann wollen wir doch gleich mal sehen, was aus euch denn so wird. Und vielleicht können wir auch so, warte mal. Okay, das nächste Ausflugziel ist ja auch beendet worden. Der Ausflug ist zu Ende. Okay, und wir haben gekriegt... Ja, nicht so viel. Irgendwie lohnen sich die Erkundungen überhaupt nicht, muss ich sagen. Und hier? Wie sieht's hier aus? Was haben hier meine Leute gekriegt? Und ich habe schon mal so eine Krabbe gekriegt? Interessant. Also gut, was haben wir hier? Ja, auch nicht so nicht sehr Besonderes. Blöd. Noch irgendwas hier? Nö, sonst haben wir nichts hier. Ah, ein bisschen blöd. Na gut, dann wollen wir doch mal die Geister mal uns ansehen, die sich weiterentwickeln können. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Und... Ah, diese beiden Geister hätte ich ja auch ins Dojo schicken können. Okay, mache ich gleich mal. Aber wo sind denn jetzt meine neuen Level 99 Geister abgeblieben? Ach so, Kugelwilli könnte ich auch mal ins Dojo schicken. Also, wo seid ihr jetzt? Gute Frage, wo sind denn jetzt die entwickelbaren Geister abgeblieben? Ah, hier. Geostellar und Omega Cis. Gut. Weiterentwickeln zu... Mega Man? Star Force Mega Man. Schuss-Items hoch. Tja, warum nicht? Aber wir hatten doch noch einen anderen Geist hier gehabt. Wo war der denn jetzt? Level 96, Level 1... Level 29. Bin ich jetzt zu blöd, denn zu... Ah, hier. Weiterentwickeln zu... Captain Rainbow. Ersttrefferbonus. Warum nicht, sage ich. Aber all diese Geister können sich auch ein bisschen... Naja, trainieren lassen. Also gut. Es geht zurück... ins Studio. Also gut. Erst einmal Kugelwilli. Dann als nächstes Mal. Schicken wir mal hinein. Warte mal, Gewicht wird weniger. Vom Wolljoshi. Nicht übel. Wolljoshi. Und dann wollen wir doch mal zwei unserer neuen Geister mal trainieren. Okay, Springman.
könnten wir. Schuss-Items müssen wir nun wirklich nicht unbedingt erhöhen. Okay, einmal Springman. Und dann natürlich, ja, weil wir es können, weil wir es wollen, wollen wir natürlich ja auch noch das Trio der Redlichkeit, also die Ritter der Redlichkeit, trainieren. Sind zwar nicht so gut dabei, aber soll's. So, weiter geht es also in der digitalen Welt hier. Wo geht's denn gleich als nächstes hin? Wo waren wir denn hier als nächstes da gewesen? Okay. Okay, hier waren wir auch schon da gewesen. Ja. Donkey Kong Jr., Nöcki und Bubbles. Na gut, dann werden wir erst einmal so gegen Nöcki kämpfen. Im Kampfverlauf der Spielbildschirm steht plötzlich Kopf. Das wollen wir nun wirklich überhaupt nicht haben. Hey, nein! Okay, das war blöd gewesen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht haben. Ich wollte mir jetzt einen Geist anlegen, der diese ganze Sache zunichte macht. Ah! Komm schon! Also, das war jetzt sehr einfach gewesen. Das war jetzt sehr einfach gewesen. Mal sehen, wo wir jetzt als nächstes hier rauskommen. So, der Nebel lichtet sich. Und wir kommen... so wie es aussieht, irgendwo hin. Ah, okay, da oben gibt es mal wieder einen neuen Kämpfer vor uns. Und wo kommen wir eigentlich hier hin? Ah, auf der Donkey Kong Insel. Okay. Das sieht interessant aus. Das sieht wirklich wahrlich interessant aus. Da könnten wir vielleicht mal im nächsten Part mal vorbeischauen. Aber erstmal holen wir uns einen Kritter. So. Mal sehen, wie war das denn noch? Nein, der müsste es vielleicht gewesen sein. Ach, nehmen wir mal kurz. Nein, das war der falsche Geist also. Donkey Kong 3? Ja, Donkey Kong 3. Na gut. So oder so, wollen wir eigentlich mal sehen, was hier auf Donkey Kongs Insel so alles faul ist. So! Komm schon! Komm schon! So, ciao! Und ciao! Donkey Kong lässt sich seine Insel nicht von King K. Rool streitig machen. Überhaupt nicht. Okay, erster Fight beendet. Der zweite Fight kommt hinterher. Cranky Kong! Hallo! Süße Träume, der Boden lässt Gegner einschlafen. Na, das wollen wir doch mal anders sehen. So, Cerneas 1. Okay, das ist schon mal gut. Mal sehen, jetzt bräuchten wir noch was gegen Einschlafschutz. Ah ja, das ist gut. Macht immun gegen Einschlafen. Wunderbar. Und hier anstatt Notfallangriffe nehmen wir doch mal Mario von Mario Tennis Aces rein. Gut. War zwar jetzt ein bisschen anders geplant, dieser Part. Aber hey. Warum nicht, sage ich. Und wir holen uns mal schnell ein bisschen Unterstützung. Hey! Ha! Weg mit dir! Es gibt hier bloß einen wahren Donkey Kong. Okay, der Tempo geht runter bei Cranky. Naja, ist ja auch klar, ist ja nicht mehr der Jüngste. Gut. Aber ich glaube, hierbei könnte ich mit Donkey Kong wirklich ein paar interessante Kämpfer finden. Oder Geister. Kämpfer oder Geister werde ich hier finden. Und den Zinger bezwingen. Wir laden das nächste Team. Warte mal. Ups. Ich meinte natürlich, wir laden das nächste Team. Und werden gleich hier siegen. Und mal sehen,
was wir hier am Ende kriegen. Okay. Ha! Weg mit dir, Pikachu! Meine Insel lässt du in Ruhe. Im Nu. Gut. Geht jetzt wirklich sehr flott vonstatten, muss ich sagen. Also gut. Unser Ziel ist natürlich der Bananenberg. En garde. Ah, und Corinne. Ja, ja, eine miese Lady hier. Eine miese Lady. Kann man nur so sagen. Eine miese Lady. Können wir hier vertragen. Warte mal. Hatten wir doch. Okay, Armangriffe. Das ist jetzt perfekt. Speichern. Okay, Xerneas hatten wir schon mal. So. Los geht es. Corinne. Und En garde. Ihr werdet nicht siegen. Hä? Warte mal. Ja, ja, ich bin generell ein schlechter Schwimmer hier in diesen Spielen, aber trotzdem. Bam! Ah. Ha! Los! Ha! Verdammt nochmal! Na gut. Bam! Kommt schon her mit dem Schwert! Ah. Mann! Und weg mit dir! Hier wird nur mit Fäusten gekämpft. Und was bringt das dann eigentlich ein, wenn die Elektroabwehr unten ist? Hm. Eigenartig. Na gut, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ah, funky. It's total funky. Der Gegner jagt nach Items. Warum nicht? Und dann wollen wir mal sehen, was Funky Kong hier denn so drauf hat in seinem Dojo. Das wird funky sein. Na warte. Was? What? Hey, was ist hier los? Woher zum... Ah? Hallo? Welcher von denen ist denn meiner? Ah? Verdammt nochmal! Ich verwechsel jetzt hier ständig in den Donkey Kong. Okay, hier habe ich nur... Hier muss ich nun... Oh, verdammt nochmal, ich habe jetzt den gleichen genommen. Aber hierbei muss ich nun wirklich einen anderen Kämpfer nehmen. Denn hierbei verwechsel ich wirklich zu leicht meine Kämpfer. Ah! Ah! Oh! Gut. Ah, verdammt nochmal. Gut. Ah! Verdammt nochmal. Wer hat sich bloß diesen Mist ausgedacht? Okay, wir brauchen einen anderen Kämpfer hier. Okay, okay, okay. Mal sehen. Xerneas 2 zum einen. Und dann mal wieder unseren altbekannten und guten Lucario. So, Lucario, wo bist du? Da. Gut, gut, gut. Das soll beim besten Willen nichts Übles jetzt hier werden. Allerdings wird es ja schon ein bisschen übel. Durch diese... Ah! Nein! Verdammt nochmal! Noch einmal!
Ich werde doch nicht gegen ein paar Affen und Captain Falcon so schnell verlieren. Okay! Wo zum Kugel ist denn jetzt hier wieder der... Okay, das ist mir wirklich ein bisschen zu viel Gewusel hier. Was? Okay, einen habe ich schon mal... Okay. 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 Captain Falcon. Oh nein. Wir haben schon zwei rausgekriegt. Da werden wir doch es noch schaffen, einen weiteren Affen fertig zu machen. Okay. Wenn ich auch bloß wüsste, wie das noch war mit dem Doppelteam-Angriff. Und wieso zum Kugel... Was? Ich hab doch auch eine... Hä? Also, diese Kämpfe gegen drei Leute ist aus meiner Sicht der... total bescheuert. Ja, diese ganze Drei-Leute-Bekämpfungssache ist wirklich mehr als bescheuert. Aber es ist machbar. Machbarer als diese 9 Volt, 18 Volt irgendwas Geschichte damals. Und ich werde Donkey Kongs Island erobern. Ha! Okay. Okay. Okay, das ist mir wirklich ein bisschen zu dolles Gewusel hier. Welcher Kämpfer wäre jetzt eigentlich noch besser geeignet? Hierfür stellt sich mir jetzt die Frage. Eigentlich wäre in so einer Situation Kirby, glaube ich, mal wieder angebracht. Ja. Okay. Ah. Okay, das wird jetzt wirklich langsam nervig. Das wird jetzt wirklich langsam nervig. Ich denke mal, ich sollte den Item-Magneten gleich mal aktivieren. Ich hatte den doch! Hä? Also das ist mir jetzt langsam wirklich ein bisschen zu unübersichtlich. Das wird mir langsam wirklich ein bisschen unübersichtlich. Okay, Kirby.
Kampfbereit? Und dann Team laden. Gut. Und wo ist der Item Magnet jetzt abgeblieben hier? Item Magnet, Item Magnet. Nein, wo ist der Item Magnet jetzt abgeblieben? Item Magnet, Item Magnet. Bob Omb. Wäre auch mal eine interessante Art, den Kampf zu beginnen. Mit einem Bob Omb. Gut. Beginnen wir mal den Kampf mit einem schönen Bob Omb. Los! Ha! Was? Okay, ich habe schon lange nicht mehr mit Kirby gespielt. Das war jetzt offensichtlich. Aber komme, was wolle. Ich werde Donkey Kongs Insel, auch wenn ich es nicht vorhatte, in diesem Part zu machen, abschließen. Ha! Gott! Was zum... Okay. Okay. Was zum... Verdammt nochmal, jetzt lass... Oh, verdammt nochmal. Das lief jetzt allerdings schon mal ein bisschen besser. So viel Schaden habe ich bisher mit Lucario oder Donkey Kong nicht machen können, wie zum Beispiel jetzt mit Kirby. Ja, das sieht schon mal mehr als gut aus. Gott! Wieso zum Kuckuck? Hä? Okay. Okay, das Ganze ist jetzt wirklich ein bisschen eigenartig. Wieso habe ich jetzt weniger Schaden machen können als zuvor? Aber gut. Komme, was wolle. Egal, wie lange es jetzt dauern mag. Ich werde diese drei erledigen. Hä? Was? Nochmal. Okay, so ist es natürlich auch eine Art. Eine Bombe einzusetzen. Okay, wir konnten jetzt auch... Okay, versucht mal ruhig, die Bombe einzusetzen. Hä? Was? Also langsam aber sicher bin ich ein bisschen genervt. Aber ich weiß, dass das hier machbarer ist als damals die Angelegenheit mit 9 und 18 Volt. Okay. Gut.
Gut. Ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, wo Kirby eben war. Ach, Mann. Es wird jetzt wirklich langsam nervig. Gut. Okay, ich sehe hier meistens wirklich überhaupt nicht, wo was ist. Ja, ich sehe hier wirklich meistens überhaupt nicht, wo hier was ist. Aber gut, wie schon gesagt, es ist machbar hier. Es ist verdammt nochmal machbar. Und ich kriege es auch hin. Okay, das wird mir jetzt langsam wirklich ein bisschen zu blöd jetzt. Zuvor konnte ich wenigstens zwei schon mal aus dem Spiel nehmen, aber jetzt gar keinen mehr. Okay, ich... Okay, das ist jetzt langsam wirklich nervig. Okay, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen noch weniger sabbeln als bisher. Und dann einfach mal kurz konzentrieren.
Okay, ich muss schon sagen, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich... Okay, ich bin jetzt wirklich... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das beim besten Willen nicht, weshalb wir jetzt nichts mehr auf die Reihe kriegen. Okay, weshalb kriegen wir jetzt nichts mehr auf die Reihe? Das ist nun wirklich eine interessante Frage. Komme, was wolle, irgendwie... Werden wir es schaffen, aber nach einem Bedacht bin ich jetzt nicht mehr offensichtlich. Okay, jetzt versuche ich. Selbst dieser Versuch bringt überhaupt nichts. Ne, wir versuchen es jetzt mal ein bisschen mit Superrüstung, dann natürlich auch ein bisschen mit Extraschaden, aber im Grunde genommen bin ich hier zu... Boah. Also beim besten Willen, das sah eben gut aus, aber war am Ende auch wieder der reinste Müll, den ich hier fabriziert habe. Tja, tja, wenn man gegen drei Kongs antritt, verliert man immer. Hä, wieso? Okay, jetzt bin ich langsam wirklich mehr als ratlos. Mit Bowser können wir jetzt nun wirklich eine Menge Schaden machen. Das ist offensichtlich. Aber wir kommen beim besten Willen aus irgendeinem Grund... Okay. Wo? Okay, ich bin ratlos. Wir kriegen ja noch nicht mal unseren Ultra Smash jetzt hin. Und das wird jetzt beim besten Willen wirklich das Einzige sein, was ich jetzt noch in diesem Part machen werde. Egal wie lange es dauern wird. Egal wie blöd. Okay. Oh,
Okay. Was? Wie? Okay, jetzt bin ich wirklich mehr als verwirrt. Wieso zum Kuckuck klappt hier überhaupt nichts mehr? Wieso zum Kuckuck kriegen wir kein Ultra Smash? Wieso zum Kuckuck sind diese drei... Okay. Was? Wir hatten unseren Ultra Smash, glaube ich, eben gehabt. Aber wir haben es auch wieder nicht hingekriegt, das einzusetzen. Wie? Wieso? Also langsam laufe ich hier wirklich rot an. Okay. Okay. Komm schon. Wieso nicht gleich so? Okay, Funky Kong, deine Prüfung haben wir jetzt gemeistert. Aber wieso das Ganze nicht gleich so? Ach, eigenartig. Na, was soll's, wir haben jetzt wenigstens geschafft. Ja, mal sehen, Funky Kong, was kannst du denn jetzt für uns hier so alles machen? Mal sehen, Funky Kong, was... Warte mal. Ach so, wir können hier bloß einkaufen. Hey, hey, Chef, rein mit dir und mach die Beine lang. Okay. Na, mal sehen, was haben wir denn hier? Ein Subgeist? Ein Geist zum feinen Preis, wenn es dir auf Angriff ankommt. Gut. Her damit, sie angriff... das ist ja blöd. Okay, Snacks, her damit. Primärgeist, ein Geist zum feinen Preis. Mhm, Feuerabwehr. Geht runter, was soll das denn jetzt schon wieder? Und was ist das da jetzt? Erhöht bei 0% Schaden das Lauftempo. Auch nicht gerade besonders. Na gut, dann haben wir den Laden leer gekauft, aber nichts weiter gut gekriegt. Und was ist hier im nächsten Part los? Candy Kong. Na, was soll's, Bowser. Du kannst im nächsten Part hier die Insel auch nochmal ein bisschen weiter unsicher machen. Und dann werden wir hier, ja, bei den großen Bananen auch einen neuen Geist kriegen. Somit sagt einmal tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Phantom Heart. Ciao.